Spannung und Widerstand. Worum geht es da? Bis jetzt haben wir nur gesagt, wenn ich ein Kabel nehme, in dem Kabel können sich die Elektronen halbwegs gut bewegen und ich habe irgendwo positive Überschussladungen und woanders negative Überschussladungen und dazwischen ist dann das Kabel, dann können die Elektronen diesem Trieb folgen, dass sie zu den positiv geladenen Dingen hinwollen und fließen dann durch dieses Kabel hindurch und dann gleicht sich das aus. Also wir haben quasi gesagt, diese Leiter, diese Metalle, die leiten halt den Strom perfekt, davon sind wir jetzt ausgegangen und alles andere, wo sich die Elektronen halt nicht bewegen können, das leitet halt überhaupt nicht. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit leiten halt verschiedenste Dinge und die leiten halt alle unterschiedlich gut. Und jetzt kann ich mir einen guten Leiter hernehmen oder einen schlechten Leiter und ich kann irgendwie sagen, okay, manchmal möchte durch diesen Leiter der Strom fließen und es fließt viel Strom und dann gibt es andere Situationen, da nehme ich den gleichen Leiter und es fließt wenig Strom, obwohl ich wieder auf der einen Seite positiv und auf der anderen Seite negative Ladungen habe. Und da kommt eben eine neue Größe ins Spiel, diese Größe, die nennen wir die elektrische Spannung. Und das ist sozusagen das Bestreben der Elektronen, sich auszugleichen. Wenn die Spannung groß ist, dann wollen diese Elektronen das sehr stark und dementsprechend fließt sehr viel Strom. Und wenn beim gleichen Leiter die Spannung kleiner ist, dann ist das Bestreben der Elektronen, gegen diesen Widerstand im Leiter anzukämpfen, eher klein. Und dann fließt entsprechend wenig Strom. Das heißt, wir haben da eine neue Größe, die kann man auch ableiten aus den Feldbegriffen. Also wenn man sich wirklich anschaut, wie schaut denn die Kraft aus, die von einem Elektron kommt und so weiter und so fort, dann kann man daraus schließen, welche Spannung in dem System da sein muss. Wir abstrahieren das wieder ein bisschen. In der Elektronik geht es immer sehr viel darum, dass man einen komplexen Sachverhalt nimmt und viel der Komplexität ignoriert, weil man sagt, aber so kann man das einfacher sehen und es beschreibt immer noch all das, was wir uns vorstellen wollen. Und darum haben wir einfach nur diesen Begriff der Spannung, den wir messen können, wo es dann eine Zahl gibt, die ausdrückt, wie viel Spannung da ist. Und das können wir dann verwenden. So, das heißt, wir haben eine neue Größe. Die Spannung, die hat das Formelzeichen U. Und die Einheit davon ist 1 Volt. Abgekürzt 1V. Das Formelzeichen für die Spannung ist übrigens so eine eigene Sache, weil bei den ganzen anderen Formelzeichen, die wir kennenlernen, das ist gleich in jedem Kulturkreis. Aber bei der Spannung hat sich irgendwie eingebürgert, dass vor allem im US-amerikanischen Raum, die nehmen dann das Formelzeichen V und bei uns ist es halt das Formelzeichen U. Man würde sagen, für die Römer war das eh das Gleiche, also was soll der Aufstand? Jetzt ist es halt ein Unterschied, man muss sich dann halt auskennen, wenn dann mal U steht oder mal V, je nachdem von wo das kommt, nehmen die einfach einen anderen Buchstaben, um damit die Spannung zu kennzeichnen. Gut, jetzt haben wir die Spannung und wir sagen quasi, die Spannung ist ein Maß dafür, wie stark die Elektronen bestrebt sind, durch diesen Leiter durchzufließen. Aber uns fehlt noch eine andere Größe, weil ich habe vorher gesagt, es gibt gute Leiter und schlechte Leiter. Und dementsprechend will man ja auch das durch eine Zahl ausdrücken, wie gut der Leiter ist. Und dann könnte man diese Zahl, die ausdrückt, wie gut der Leiter ist, nehmen. Und die Zahl, die ausdrückt, wie stark denn der Strom fließen möchte, die kombinieren. Und dann kriegt man eben die Information, wie viel Strom fließt denn tatsächlich. Und diese Größe, wie gut der Leiter ist oder wie schlecht der Leiter ist, die charakterisiert man normalerweise über den elektrischen Widerstand. Gibt es wieder ein Formelzeichen, das Formelzeichen ist R, die Resistance, und die Einheit davon ist 1 Ohm und das wird nicht mit einem O abgekürzt, sondern mit einem Omega, mit einem großen. So schaut das dann aus. Gut, jetzt haben wir eigentlich alle Größen, jetzt müsste man sich nur noch überlegen, wie die da zusammenhängen. Aber gerade der Ohm, von dem eben diese Einheit kommt, der hat eben das festgestellt und hat ein Gesetz aufgestellt, das nennt man das Ohmsche Gesetz. So,
Und hier ist das ohmsche Gesetz. U ist R mal I. Mach da ein neues Blatt. Und schreib ganz groß das ohmsche Gesetz hin. So. Warum steht dieses ohmsche Gesetz so groß da? Weil uns diese Formel den kompletten Kurs über begleiten wird. Also das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz einsichtig, warum gerade diese eine Formel so wichtig ist, aber wir werden sehen, egal welche Schaltungen wir uns anschauen. Und da kommen dann nicht nur einfache Widerstände vor, sondern da kommen Transistoren vor und Operationsverstärker, was auch immer. Wir werden immer wieder das runterbrechen auf ein System, bei dem die wichtige beschreibende Formalismus diese Formel ist, das ohmsche Gesetz. So, schauen wir mal, was das aussagt. U ist gleich R mal I. Und wir haben gesagt, U ist die Spannung. R ist der Widerstand. Und I ist der Strom. Und jetzt können wir uns überlegen, ob das wieder passt, indem wir uns überlegen, was passiert, wenn wir die eine Größe vergrößern und wie sich das auf die anderen Größen auswirkt. Also sagen wir, wir betrachten, wie die rechte Seite sich auf die linke Seite auswirkt. Links ist die Spannung und rechts ist der Strom. Wenn jetzt der Widerstand auf einmal doppelt so groß ist, dann muss ich quasi den Strom doppelt so stark motivieren, damit er trotzdem gleich viel durch den Leiter fließt. Und damit macht das irgendwie Sinn, dass ich sage, doppelter Widerstand heißt, doppelte Spannung wird notwendig, damit dieser Strom hier gleich bleibt. Andersrum kann ich sagen, bei gleichem Widerstand, damit ich doppelt so viel Strom kriege, muss ich auch wieder den Strom doppelt so stark motivieren. Also brauche ich auch, wenn das I doppelt so groß sein soll, ein doppelt so großes U. Also das macht zumindest von der Nomenklatur her Sinn. Natürlich könnte das irgendein komplexerer Zusammenhang sein. Glücklicherweise ist es kein komplexerer Zusammenhang, sondern das ist eben so, dass sich die Spannung so kolinear zum Widerstand und zum Strom verhält. Ich habe einmal gesehen Folgendes, diese Formel und dann zwei weitere Formeln, nämlich so. Das ist natürlich jedes Mal die gleiche Formel. Nur einmal umgeformt nach R und einmal umgeformt nach I. Und das ist auch durchaus sinnvoll, die vielleicht alle drei hinzuschreiben, weil man halt, je nachdem, welches Problem man sich vornimmt, eine andere Variante braucht. Mal will man sich das U ausrechnen, mal will man sich das R ausrechnen, mal will man sich das I ausrechnen. Was ich aber gesehen habe, waren diese drei Formeln und dann stand drüber, das ist das erste ohmsche Gesetz, das ist das zweite ohmsche Gesetz und das ist das dritte ohmsche Gesetz. Und das ist natürlich ein Unsinn, das ist jedes Mal das gleiche Gesetz, nämlich das ohmsche Gesetz. Es ist nur mathematisch ein bisschen umgeformt. Also, ich lasse trotzdem jetzt alle drei da stehen, weil man eben alle drei braucht und das macht Sinn, weil man irgendwie alle drei so im Hinterkopf hat und anschreiben kann, wenn man es mal braucht. So, hier habe ich dann das Gleiche nochmal in Einheiten geschrieben, dass ich gesagt, Volt ist Ohm mal Ampere. Das ist durchaus üblich, dass man Sachen auch mit so Einheitengleichungen mal anschreibt. Kommt aber nicht allzu oft vor. Es liest sich für mich auch ein bisschen ungewohnt, muss ich zugeben. Also dieses U ist gleich R mal I, das steht in der Elektrotechnik ständig irgendwo. Das ist was ein ganz, ganz gewohntes Bild. Gut. Also jetzt haben wir diese beiden neuen Größen eingeführt. Wir haben gesagt, es gibt eine Spannung, die den Strom durch einen Leiter durchbringen möchte. Und wir haben einen Widerstand, der quasi verhindern möchte, dass der Strom fließt. Und die stehen dann irgendwie so im Zweikampf, möchte man fast sagen, miteinander. Und so ergibt sich dann quasi, wie viel Strom tatsächlich durch den Leiter fließt. Skriptum ein bisschen drüber, springen das ein bisschen hin und her. Gibt noch eine weitere Größe, die eingeführt wird, nämlich der elektrische Leitwert. Der ist nichts anderes als der Kehrwert vom Widerstand. Also ich nehme einfach einen Widerstandswert, R, und sage dann 1 durch dieses R, das ist mein Leitwert G. Der beschreibt eben jetzt, wie gut der Leiter den Strom leitet. Der Widerstand sagt, wie schlecht, und der Leitwert sagt, wie gut.
Es gibt auch solche Kehrwertdinge für andere Einheiten, für andere Größen. Aber gerade beim Widerstand sieht man besonders häufig. Das hat schlicht und einfach den Grund, dass sich manche Formeln viel einfacher anschreiben lassen, wenn ich diesen Kehrwert verwende. Und wenn ich das mit dem Widerstandswert anschreibe, dann habe ich so eine Kaskade von da habe ich ein 1 durch und dann habe ich einen Ausdruck, da kommen wieder viele 1 durch vor und dann ist es einfach hübscher, das mit dem Leitwert anzuschreiben. Darum werden wir diesen Leitwert öfter sehen. Und der Leitwert hat eben die Einheit Siemens. Was man manchmal auch liest, ist, dass die Einheit des Leitwerts ein Mho ist, also Ohm rückwärts geschrieben. Das ist vor allem in den USA recht häufig, dass man die Einheit Mho verwendet. Bei uns ist es eher der Siemens, aber solange man weiß, worum es geht, und wenn da steht, G ist gleich und dann eine Zahl, dann kann man schon irgendwie ausgeben, naja, wenn es in SI-Einheiten ist, dann wird es halt genau dieses Siemens oder Mo sein. Man kann auch einfach 1 durch Ohm schreiben, wenn man lustig ist, ist auch völlig richtig. Puh, so, es ist Zeit für ein Bild. So, ich habe das leider vorher nicht aufgemacht, aber... Es hüpft, genau. So. Da. Na? Ist der schon neu installiert? Nein, der ist noch nicht neu installiert. Hätte ich nicht gemacht vor dem Kurs, dann geht die Hälfte nicht. Nein. So. Na? Ah, es tut mir leid, ich hätte das vorher aufmachen sollen, aber ich habe drauf vergessen. So, MetaLab und dann haben wir hier den Elektronikkurs. Ja, dieses Mo mit dem umgekehrten Omega-Zeichen dann geschrieben in Amerika. Das wird ja nicht ein S sein. Das wüsste ich nicht, ne? Das ist eine gute Frage. Ich habe es nicht, ich weiß es nicht. So, also das ist das Bild. Und ich finde, das fasst diesen wesentlichen Sachverhalt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sehr, sehr gut zusammen. Da gibt es die Spannung in Volt, nicht? Die drückt den Strom da durch den Leiter durch. Und da gibt es halt einen Strom, der mehr das Opfer dieser Konstellation ist. Und da gibt es hier den Widerstand, den Ohm, der halt sagt, nein, du darfst nicht. Und so kämpfen die gegeneinander. Und in Wirklichkeit ist das dann eben sogar dieser kolineare Bezug, weil das wäre hier wahrscheinlich problematischer, sich auszurechnen, wie schnell jetzt dieser Amp-Mensch tatsächlich durchkommt. Aber ich glaube, als Bild zu meinem Kopf haben ist das ganz gut. Das sind diese drei Größen, so hängen die miteinander zusammen. Und das ist dann das wichtigste Gesetz in der Elektrotechnik. Also wie wir später sehen werden, kommt uns das immer und immer wieder vor, weil das dann irgendwann auffallen, okay, jetzt sind wir schon bei unglaublich advanceden Themen und wir denken ein bisschen drüber nach, wie sich das verhält, dann sagen wir, da können wir das Ohmsche Gesetz verwenden und wir sind dann wieder beim heutigen Kursabend. Das kommt immer wieder. Gut, das zu dem Bild. Wenn der Widerstand steigt, dann wird die Spannung wichtiger, oder? Nein, die Frage ist, welche Größen du festhältst. Wenn der Widerstand steigt, aber der Strom gleich bleibt, wird die Spannung größer. Okay. Wenn der Widerstand steigt, aber die Spannung gleich bleibt, wird der Strom weniger. Also, wenn wir uns das Bild wieder anschauen und wir jetzt uns vorstellen, quasi, der zieht doppelt so stark, dann wird entweder bei gleichbleibender Spannung der sich weniger schnell bewegen, oder wenn wir wissen, der bewegt sich trotzdem gleich schnell, obwohl der da doppelt so stark zieht, dann muss der doppelt so stark drücken. Und so hängt das zusammen. Hi. Gut, das war das. Eine Frage. Ja, gerne.
gerne. Geringerer Strom heißt langsamerer Strom oder weniger Elektronen oder langsamere Geschwindigkeit oder geringere Strom? Das ist eine gute Frage. Geringerer Strom heißt immer für uns, also das ist die Definition von Strom, weniger Ladungsmenge pro Zeiteinheit. Wenn wir die ganze Konstellation gleich lassen, dass wir immer noch die gleiche Art von Leitern zu verwenden, heißt das auch, dass diese Ladungen sich langsamer bewegen. Aber ich könnte ja zum Beispiel auch das Medium wechseln und in einem anderen Medium ist es dann vielleicht der Strom kleiner, aber auch die anderen Größen kleiner, weil dort eben die Dichte der freien Ladungsträger anders ist. Oder ein Ladungsträger, wenn wir eben an Ionenleitung denken, mehr Ladung trägt und so weiter und so fort. Das heißt, wir betrachten quasi nie ab jetzt, also wir haben das gemacht zur Einleitung, aber wir betrachten jetzt eigentlich nie den einzelnen Ladungsträger und seine Eigenschaften, sondern nur die Ladungsmenge, die sich bewegt. Darum ist für uns auch nicht relevant, dass bei einem Leitungsstrom sich Elektronen bewegen und die negativ geladen sind und dass dann die physikalische Stromrichtung von Minus nach Plus ist, weil wir sagen einfach immer, wir denken uns, es gibt positiv geladene Teilchen, die erfinden wir einfach nur, die von Plus nach Minus fließen, die eben gewisse Ladungsmenge tragen. Und dann schaue ich mir nur an die Ladungsmenge pro Sekunde und mir ist egal, wie die transportiert wird. Die Signalgeschwindigkeit und die Effektgeschwindigkeit bleibt dann auch unberührt. Die ist davon unberührt. Also die ist davon eigentlich ganz und gar unberührt. Also es gibt dann gewisse Sachen, wo man sich überlegen muss, mit Kapazitätsbelag der Leitung und so. Aber für die Sachen, die wir auch in dem Kurs machen, kann man quasi immer sagen, das geht instantan. Also da muss man schon ganz andere Arten von Schaltungen noch aufbauen, dass es überhaupt sinnvoll ist, sich über die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Informationen Gedanken zu machen. Das ist aber durchaus wichtig. Also wenn man PC-Motherboards baut, dann ist es eine ganz andere Welt, dann sind diese Sachen sehr wohl relevant. Gut, sonst irgendwelche Fragen? So, dann schauen wir da weiter. Wir haben irgendwelche Sachen zum Diskutieren oder zum Experimentieren. Wir haben sogar beides. So, also die Diskussion. Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand anhand von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem veranschaulichen? Also bis jetzt haben wir ja nur den Strom als Größe veranschaulicht, als eine Flüssigkeit in einem Rohrsystem. Wie könnte ich jetzt dieses gedankliche Modell, wo wir, ich sage es immer noch dazu, wo wir ja gesagt haben, das ist als gedankliches Modell gut, aber man soll es mit den physikalischen Parallelen nicht so weit treiben. Mein Beispiel ist dann immer bei Nulli-Gleichung und diese Dinge. Das gibt es bei Flüssigkeiten im Rohrsystem, aber bei elektrische Leitung brauchen wir uns keine Gedanken machen. Also wie kann ich dieses abstrakte Bild erweitern, damit ich eine Vorstellung bekomme von diesen Größen Spannung und Widerstand. Strom haben wir ja schon. Strom ist einfach die Flüssigkeitsmenge pro Zeiteinheit. Welche Eigenschaft von dem Rohr? Der Durchmesser. Der Durchmesser. Also ich kann sagen, der Durchmesser oder auch die Länge. Also was auch immer, wo es halt schwierig wird, etwas durchzukriegen. Ich sage, ein kleinerer Rohrdurchmesser zum Beispiel ist ein größerer Widerstand. Und was für die Spannung? Das Gefälle. Ja, das ist die richtige Idee. Das Gefälle ist halt eine lokale Eigenschaft. Das heißt, das wäre mehr mit der elektrischen Feldstärke, mit der man es halt beschäftigen, vergleichbar. Aber der Druck, genau. Oder wenn ich das Gefälle nehme, dann nehme ich das nicht das Gefälle, sondern einfach die Höhendifferenz zwischen den beiden Punkten. Das gibt man dann auch den Druck dieser Wassersäule an. Also der Druck ist die Größe, die gut geeignet ist, dieses Bild zu erweitern, sodass auch Spannung und Widerstand abgebildet wird, indem ich einfach sage, Spannung entspricht in etwa dem Druck, unter dem dieses Fluid eben steht, und der Widerstand ist halt Rohrdurchmesser oder auch Rohrlänge. Also wenn ich irgendwie ein kurzes Stück Gartenschlauch habe, dann brauche ich weniger Druck, als wenn das irgendwie sich kilometerweit schlängelt und windet. Gut, das wäre auch schon unsere Diskussion. Ein Experiment. Verwenden Sie ein Labornetzteil, wir haben letztes Mal gesagt, wir machen immer Batterien, weil Labornetzteile sind teuer, um eine Spannung und einen Widerstand als Bauteil anzulegen und dann messen wir den Strom und rechnen uns aus, was für ein Widerstandswert muss denn das sein. Und dann können wir diese Messung überprüfen, weil ein Multimeter halt nicht nur Strom messen kann, sondern auch direkt das macht, dass man Widerstände messen kann.
Und dann kann man verschiedene Spannungen ausprobieren und versuchen, diese Berechnung anzustellen. Also das mit den verschiedenen werden wir es jetzt nicht machen, wir werden einfach eins machen und das wäre auf jeden Fall was für die Experimentiergruppe oder wenn man dann seinen Elektronikbaukasten hat, dass man mal diese einfachen Dinge ausprobiert. Selbst wenn man jetzt sagt, das ist eh alles klar, das ist, glaube ich, gut als Schritte, dass man diese Sachen auch wirklich macht und sieht, das funktioniert auch. Also das kann ich nur empfehlen. Ich finde auch, diese ganzen Elektronikbaukästen sollten mit sowas anfangen. Leider ist in den Elektronikbaukästen nie ein Multimeter dabei. Und damit müssten wir dann gleich auf Seite 3 anfangen, Blinkschaltungen zu machen. Ich fand das eigentlich immer auch, also auch in dem Alter von Elektronikbaukästen, faszinierend, diese Dinge zu messen und dann zu schauen, wie sich das verhält. So, ich nehme da irgendein Widerstandsbauteil. Und ich schaue nach, was für einer ist, damit das kein ganz schwachsinniger Wert ist. Okay, das geht. So. Ja, ich habe eine Kamera. Und ich habe ein Kamerakind. Du bist mein Kamerakind. Wenn man an dem Rad Gerätchen dreht, kann man fokussieren. Und wir hoffen, dass das irgendwie hinhaut. Und ich mache das irgendwie auf dem letzten Skriptum, was ich noch habe. Ah, ja, ja, immer. Meterlab, Mathe. So, was haben wir gesagt? Messen wir den Spannung oder messen wir den Strom? Widerstand. Ja, ja, aber messen. Ja, die Spannung wissen wir, weil. Ja, wir müssen beides messen. Also wir sagen, weil erst aus der Relation kommt das dann so richtig raus. Genau, wir legen eine Spannung an und dann messen wir den Strom, der fließt. Im Multimeter kann ich ohne Spannung den Widerstand messen. Ja, da gibt es eine eigene Einstellung dafür. Das verwendet man dann aber erst im zweiten Schritt, um zu schauen, ob das, was wir gemacht haben, auch richtig ist. Da habe ich eine Batterie, wo wir direkt mit den Krokoklemmen draufgehen können. So. So. Gut. Also wir fangen mal damit an, dass wir die Spannung messen an der Batterie. Ich drehe das so, dann. So, wo ist der Plus? Da ist Plus. So. Und was haben wir da? 8,76 Volt. So, stellen wir das auf. Ist gleich 8,76 Volt. So, jetzt messen wir den Strom. Dazu stelle ich das Multimeter auf eine Strommessung ein. Das ist die Skala, die ich mir erwarte. Und jetzt muss der Strom eben durch dieses Multimeter durchfließen. Haben wir da? 1,89 mA, weil das Multimeter auf der Milliampere-Range ist. Wenn wir bei Leistung und Energie noch sehen werden, wenn das Ampere werden, dann wird dieser Widerstand schon rauchen. So, also I ist gleich 1,89 mA. Gut. Was mache ich jetzt? Ausrechnen. Ja, wie? Die zweite ohmsche Regel einsetzen. Genau, ich nehme das zweite ohmsche Gesetz. So, da ist es. So, und setze ein U durch I. Naja, das steht eh schon recht schön da. So, dann kann ich sagen, R ist gleich. Mag das irgendjemand rechnen? 4,7. Ja, also wir machen mal. So. Schauen wir mal, ob die Zahl richtig hinkriegen. Aber was mache ich denn? Wenn man dividieren möchte, habe ich eine ganz andere Taschenrechnung. So. Aha, jetzt habe ich ihn zu spät. Ah! 4,6349. Ja, hier war es schneller. Schade. Ja, es kommt hin. Ja, 4,6. Wir haben gerade nochmal die Zahl. Was war das? 4,63.
Ja, 4,63. 4,92063. Ja, das hängt schon sein. 4,63. Okay. 4,63 was? Also da höre ich Million, das ist leider nicht richtig. Ohm ist auch nicht richtig. Kilo. Warum Kilo? Weil das stärker ist, wie du schaust. Weil ich durch Million teile, also durch 10 hoch minus 3 teile. Also hier steht 1,89 Tausendstel, Milli ist Tausendstel, 1,89 Tausendstel Ampere. Und wenn ich durch Tausendstel dividiere, nicht, also das ist dann 1 durch 1000, 1000, dann komme ich eben auf 4630 Ohm oder eben 4,63 Kilo. Ich glaube, ich habe im Skriptum hinten auch eine Tabelle mit diesen SI-Vorsätzen. Schaue sich jetzt halber nach. Wenn nicht, muss eine neue Version vom Skriptum her. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das reingetan habe. So. Und da gibt es hier Anhang 6, Tabellen. Da ist die Präfix, genau. Und das sind eben diese Vorsätze und da haben wir hier Kilo und Kilo ist halt 10 hoch 3, 10 hoch 3 ist 1000. Und da haben wir Milli, Milli ist 10 hoch minus 3, das ist eben ein Tausendstel. Und zumindest die ersten paar Zeilen schadet nicht, wenn man die kann. Also das da unten, das Exa, Zeta, Jota, braucht kein Mensch. Aber die paar da oben, die sind schon ganz wichtig, die kommen einfach immer wieder vor. Und man hat eben immer wieder diese Dinge, dass man durch Milli zum Beispiel dividiert. Und im Grunde braucht man hier in der Tabelle, weil das so schön gesetzt ist, dann immer nur in die jeweils andere Spalte schauen, dann sieht man, was rauskommt. Wenn ich durch Milli dividiere, dann kommt halt Kilo raus, weil ich eben durch 10 hoch minus 3 dividiere, das ist 10 hoch 3. Gut. Das ist ein grüner Deckel auf einem blauen Stift. Alles passt. Okay. Gut, was fehlt noch? Wir wollten diese Messung überprüfen, indem wir jetzt mal das Multimeter fragen, was das Multimeter denn von diesem Widerstand hält. So. Dazu hänge ich jetzt einfach nur den Widerstand an das Multimeter an und das Multimeter kommt in den Widerstandsmessmodus. Da habe ich 4,63 und das ist das, was wir uns ausgerechnet haben. Und das ist genauer als das, was auf dem Widerstand draufsteht. Also auf dem Widerstand sind so Ringe und jeder Ring heißt was. Und das ist eben ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand laut dem, was draufsteht. Aber in Wirklichkeit ist es eben ein 4,63 Kilo Ohm Widerstand. Gut, das war das. Gibt es Fragen dazu, zu dem, was wir da jetzt gemacht haben? Mir fehlt jetzt die Praktikabilität des Ganzen. Ich habe es theoretisch verstanden, aber was tue ich jetzt mit dem Wissen? Das ist eine gute und total berechtigte Frage. Es ist schwierig zum jetzigen Zeitpunkt im Kurs das zu beantworten. Wir werden das halt immer wieder brauchen. Dieses Ohmsche Gesetz ist auch immer wieder wichtig. Erstens mal habe ich viele Schaltungen, wo ich wirklich genau das haben möchte. Also sagen wir zum Beispiel, ich will eine Leuchtdiode zum Leuchten bringen, dann weiß ich, irgendwie eine Leuchtdiode, damit die leuchtet, brauche ich halt irgendwie so 10, 20 mA, je nachdem, welche ich verwende und wie hell sie leuchten muss. Und damit ich dann diese 10, 20 mA hinkriege, verwende ich einen Widerstand, den ich in der Schaltung so einbaue, dass ich dann eben genau diese 10, 20 mA einstelle. Und da muss ich eben wissen, wie ich mir das ausrechne und da kommt dann das Ohmsche Gesetz vor. Wenn ich einmal die Schaltung mit 5 Volt, mit 12 Volt oder mit 24 Volt aufbauen würde, dann müsste ich einen anderen Widerstand natürlich einbauen, damit ich auf dieselben Milliampere komme. In der einfachen Schaltung ja, man kann dann aber andere Schaltungen bauen, wo auch das Ohmsche Gesetz eine Rolle spielt, die dann quasi stabiler ist gegenüber diesen Änderungen.
Ganz stabil ist sie nie. Also da gibt es immer einen gewissen Schwankungsbereich, aber man kann die Schaltung eben auch so bauen, dass man zum Beispiel eine Konstanzstromquelle aufbaut oder anderen Teilen, das kommt dann irgendwann im Block 50 oder so, beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Und es kommt aber immer wieder was vor. Also die ganze Idee ist dann, dass ich irgendwo einen Teil von der Schaltung, wo ich quasi unabhängig von der Versorgungsspannung weiß, da habe ich immer meine 0,6 Volt zum Beispiel. Und dann weiß ich, welchen Widerstand ich dort reingeben muss, damit wieder der Strom richtig ist. Also das wäre vielleicht das einfachste Beispiel. Also es gibt Fälle, wo man wirklich sagen möchte, der Strom soll da fließen und dann brauche ich das. Es gibt aber auch viele Fälle, wo man komplexere Sachverhalte hat, die sich auch schwieriger berechnen lassen. Und dann kann man den Widerstand, kann man die Schaltung durch einen Widerstand modulieren in der Umgebung eines Arbeitspunktes, dass man sagt, okay, es schwankt eh alles um genau diese Spannung hier und um diesen Strom da und dann kann ich da diesen Widerstandswert einsetzen. Auf einmal kann ich leicht berechnen, wie sich diese Schaltung verändert, wenn sich diese Werte nicht allzu viel ändern. Also man kommt immer wieder auf das zurück. Danke für die Frage.